Schön, dass Sie da sind. Objektiv im neuen Jahr mit neuen Themen und alten Sehnsüchten, zum Beispiel mit der Suche nach einem Schatz. Er könnte immer noch im Rhein sein. Und zwei Männer meinen, sie wissen wo. Was verbirgt sich überhaupt hinter dem Nibelungenschatz? Heiße Spur, die Folgen des Klimawandels werden konkret. Wir wollen hier im Land erfahren, wie sich der Wetterumschwung auf den Weinbau und die Wälder auswirkt. Zuvor werden wir aber erstmal sauer. Es geht um Essig. Viele machen ihn in den Salat, aber haben Sie schon mal Essig als Aperitif getrunken oder Essigpralinen gegessen? Das gibt es und das sind tatsächlich Delikatessen. In der Vorderpfalz gibt es jemanden, der genau weiß, wie man Produkte rund um die saure Flüssigkeit effektvoll in Szene setzt. Der hauseigene Essig wird hier in filigrane Flaschen abgefüllt, mit einem kleinen Korken versehen. Nichts ist hier Zufall. Nicht der Geschmack und nicht die Form der Flasche. Was man selbst herstellen kann, macht man selbst und alle Zutaten sind bio. Wir sind auf dem Doktorenhof im pfälzischen Venningen. Draußen finden wir einen stilvollen Laden mit einer gigantischen Auswahl eigener Produkte. Alle Etiketten sind vom Chef selbst gestaltet. Wer ist dieser Chef, der hier Geschäftssinn mit Genuss und Kunst vereint? Ihre Familie hat immer Landwirtschaft gemacht, auch Weinbau. Wie kamen Sie aber zum Essig? Ja, wir sind hier im Dorf seit hunderten von Jahren quasi, seit 1600 ein bisschen was aus Essig. Und es war halt immer ein Weinbaubetrieb dabei. Und natürlich hätten die Leute ja früher ihren eigenen Essig machen müssen. Das heißt, meine Großmutter hat so ein kleines Fässel gehabt, das ging die Kellertreppe runter, da war das gestanden. Und ich habe das einfach schon immer geliebt, den Essig zu trinken. Es war schon immer ganz was Besonderes für mich. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache meinen eigenen Essig. Ich habe früher hier auch so eine Art Gastronomie, also Streiswirtschaft gehabt und habe dann diesen Essig verwendet und dann durch das Sammeln von alten Büchern, von alten Urkunden, alten Schriften bin ich halt ein bisschen tiefer eingestiegen. Wie war das früher? Warum hat man Essig gemacht? Wie macht man den Essig richtig? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da weitergemacht habe. Wie hat sich das denn entwickelt? Sie haben heute hier einen großen Hof und haben ganz viele unterschiedliche Produkte. Haben Sie Stück für Stück einfach immer ein bisschen weiter ausprobiert? Genau, am Anfang habe ich nur einer gehabt, das war 1971, das weiß ich noch nicht. Es gab eine Rudel in der Trockenbeereislese, also die habe ich dann genommen und habe da 13 Essig gemacht. Und dann habe ich einen zweiten gemacht, einen dritten gemacht und dann ein bisschen experimentiert, ein paar Kräuter dazu gemacht. Ja. Das Ganze einfach dann ein bisschen verfeinert, immer probiert, bis er zu wäre. Und das machen wir heute noch. Wir probieren heute noch genauso wie damals, immer ein Stück weiter zu kommen, ein bisschen besser zu wäre noch, wieder was Neues zu machen. Und dadurch kommt natürlich auch die große Menge an Essig, die wir im Augenblick haben. Ja, was kann man aus dem Essig alles machen? Essig kann man generell nehmen zum Kochen, das ist ja traditionell. Was wir halt machen, ist Essig zum Trinken als Aperitif oder Digestiv. Das ist ganz wichtig, denn Essig bewirkt natürlich, dass im Mund viel mehr Speichelfluss entsteht. Und dadurch kriege ich Hunger, dadurch kriege ich Appetit, dadurch kriege ich Lust. Die Geschmackspapille werden aufgelöst, also ich kriege so richtig Appetit drauf. Das ist das wohl Wichtigere, dass man auch isst. Wir leben vom Essen, wir leben nicht vom Nicht-Essen. Ne? Ja. Ja. Und der Essig bewirkt natürlich auch in der Speise, dass er wohlschmeckend sind, dass auch zum Beispiel im Salat sind ja Bakterien, Kolibakterien drin, dass die verschwinden, dass die quasi eliminiert werden durch die Säure des Essigs und dass der Salat für uns gut zuträglich ist. Wie so oft ist auch heute eine Gruppe von ausländischen Touristen hier. Man kann Führungen durch die kerzenbeleuchteten Räume machen, in denen die Essige in uralten Fässern gären. Auch kann man die saure Essenz hier inhalieren und am Ende schließlich probieren. Warum wird das gemacht hier? Wird es damit verschlossen? Was ist das? Das ist der Wachs. Ja. Die Flaschen, die wir vorhin gesehen haben, werden hier versiegelt, erhalten ihre Etiketten und viele von ihnen werden verpackt, um sie an Kunden zu senden. Was kann denn im Essig alles drin sein? Nennen Sie mal ein paar Beispiele. Von den Kräutern, den Gewürzen haben wir von Ingwer angefangen bis zu Vanille. Wir machen Himbeeressig, wir machen auch ganz traditionell mit Mädesüß zum Beispiel einen Essig durch altes keltisches Kraut. Also ich gucke stark immer in die Vergangenheit zu gehen und das rüber zu reden in die Zukunft. Also es sind immer sehr alte Rezepturen. Deswegen sammle ich so alte Bücher und alte Schriften. Die alten Schriften findet man auch in der hauseigenen Bibliothek.
Was bedeutet Essig für Sie? Erstmal ist Essig ein Millionen Jahre altes Produkt. Also der Mensch hat Essig nie erfunden. Das ist die Erfindung der Natur schlechthin. Denn jeder Mensch der Erde produziert Essig über den sogenannten Zitronensäurezyklus. Das ist halt so ein medizinischer Vorgang, so ein Stoffwechselvorgang quasi im Körper. Und somit ist Essig etwas auch für den Körper Gutes. Und wenn man beide sieht, dass Essig gut schmecken kann, dass Essig was Gutes bewirkt, dass Essig mir hilft, dass ich mein Leben gut bestreiten kann, ist natürlich Essig das ideale Produkt. Und das habe ich mir so ausgewählt und da drin gehe ich eigentlich richtig gut auf. Ja. Und hier haben wir ein Essigprodukt, das man trinken kann als Aperitif. Genau, das sind die Gläser, Formen und Flaschen, die auch mir selbst, wie man es so schön neudeutsch sagt, designen, also produzieren. Meine eigene Glasbläser, die das dann machen, das ist alles Mundgeblase. Mhm. Man riecht ganz zart, duftig, ja. Ja. Süß auch leicht. Das ist von der Grundsubstanz her sehr hochwertig, solche Weine. Das sind Beerenauslese oder Trockenbeerauslese. Also sowas ist ganz was Besonderes. Mhm. Probieren wir mal. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. So, man hat jetzt einen süßen Mund und nicht gleichzeitig die Säure im Mund. Ja. Und dieses Spiel nennen die Chinesen Yin und Yang. Dieses Gut und Böse, Hell und Dunkel, männlich, weiblich. Ja. Und dieses ist natürlich auch für das Essen immer wichtig. Für die Chinesen gibt es immer beim Essen das Gute und Böse. Also immer das, was zuträglich wird. Und diese Symbiose, die da drin entsteht, macht das Essen aus. Die Gewänder sehen für den Laien aus wie die eines Mönchs. Doch auch die Mediziner, eher gesagt die Doktoren, trugen früher dunkle Kutschen. Und dunkel ist es auch da, wo die Führung stattfindet. Bei mystischer Musik kehrt man im Keller in eine ganz neue Welt ein. Eine Welt voller Geheimnisse, Gerüche, Geistigkeit. Unter Stuckdecken zwischen antiken Möbeln und exquisiten Zutaten. In die Produkte kommen Kräuter aus eigener Umgebung wie Salbei und Holunderblüten. Aber auch Zutaten aus Ägypten oder Asien finden Platz in der sauren Flüssigkeit. Chilisauce oder Marmelade, Aprikosen- und Burgunderessig. Nicht nur für einen Salat, sondern auch zum Trinken als Aperitif. Essigsenf, Chutney oder Pralinen. All das kann man aus Essig machen. Und dass man Essig wirklich trinken kann, durfte ich ja gerade selbst erfahren. Georg Wiedemann, ein Wandler zwischen den Zeiten, der mit seiner Familie einen eigenen Weg geht zwischen zahlreichen pfälzischen Weingütern und dabei Genuss wie kaum ein zweiter zelebriert. Sein Motto? Ich muss natürlich sagen, ich bin schon stolz, dass ich in der Pfalz sowas machen kann, weil die Pfalz natürlich ein wahnsinnig gottgelobtes Land ist. Wir haben tolle Weine, wir haben eine tolle Gegend, wir haben tolle Produkte, wir haben richtig tolle Kräuter, Gewürze, alles, was es bei uns gibt, das kann ich euch binden. Und ach, die Sprache ist was Tolles. Und so alt wie die Altpfälzer Sprache ist, will ich natürlich auch probieren, dass der Essig immer bleibt. Also dass das nicht einfach verloren geht in irgendeine Modernität, sondern dass einfach Traditionen erhalten bleiben. Und das ist für mich auch ein großes Anliegen mit dem Produkt, was ich mache. Immer die Traditionen zu wissen, wo ich herkomme und zu wissen, wo ich hingehe. Goldene Ketten könnten es sein oder Silbermünzen. Ist es edles Geschirr oder hat man gar Waffen im Rhein versenkt? Die Geschichte der Nibelungen beruht ja auf mehreren Wahrheiten. Und noch heute lässt uns die Frage nicht los, ob im Rhein wirklich ein riesiger Schatz darauf wartet, geborgen zu werden. Wenn man erstmal weiß, wo man suchen muss, könnte man auch bald fündig werden. Aber beruhen die Ideen von zwei Männern aus der Pfalz auf Tatsachen oder spricht da eher die Fantasie? Der Nibelungenschatz, die berüchtigste deutsche Legende. Keiner weiß, wie er aussieht. Keiner weiß, ob es ihn wirklich gibt und vor allem, wo er versteckt ist. Unzählige Menschen haben ihn generationenlang gesucht. Diese beiden Männer sind sich sicher, dass sie das Versteck kennen, zumindest die richtige Gegend. Harald Schneider hat die Schatzsuche in einem seiner Pfalzkrimis verarbeitet. Gunther Engler ist privater Schatzsucher und weiß, dass der Schatz der Nibelungen in seiner Heimat versteckt sein muss. Patriotismus, Populismus oder ist an der Spur was dran? Wir begleiten Harald Schneider und Gunther Engler auf der Suche nach dem berüchtigten Schatz nach Edischheim bei Ludwigshafen. In seinem 12. Pfalzkrimi Drachengold will Autor Harald Schneider den Schatz der Nibelungen einbauen und möchte an originalen Schauplätzen untersuchen, ob die Lage des Schatzes hier realistisch wäre. Die Schatzsuche hat für den Roman durchaus Potenzial.
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja um das Nibelungenthema. Das ist das Hauptthema in dem Palski-Roman. Und nachdem ich das jetzt besichtigt habe von außen und von innen, was man da alles sehen konnte, bin ich eigentlich mehr oder weniger davon überzeugt, dass wir auf der Spur des Siegfriedbrunnens gekommen sind. Nicht nur seine Romanfigur Palski muss ermitteln, sondern der Autor selbst eben auch. Ja, natürlich, ich möchte, dass also zumindest die Tatorte, die verschiedenen Orte, wo die Hauptfiguren hingehen, authentisch beschrieben werden und womöglich auch historisch belegt sind. Ob Kommissar Palski die richtige Spur findet, klärt der Roman Drachengold. Es ist bereits sein 12. Fall. Doch wieso schreibt Harald Schneider überhaupt Regionalkrimis? Diese sogenannten Heimatkrimis oder Regionalkrimis sind schon sehr wichtig für die Leserschaft. Es wird eine Reihenfigur aufgebaut, der Kommissar Palski. Und für die Leser ist es schon wichtig, dass die dort spielen, wo die Leute sich auskennen, wo sie schon gewesen sind. Also es ist ganz wichtig, dass die Orte authentisch beschrieben werden. Die Anfänge liegen eigentlich schon über 10 Jahre zurück. Ich komme aus dem Kinderbuchbereich, habe also mehrere Kinderkrimi-Bücher geschrieben. Und da bin ich mit der Zeit immer mehr von Lehrern und auch Eltern gefragt worden, warum es nicht mal was für Erwachsene gibt. Und Anfang der 2000er Jahre war so der erste sachte Beginn der Regionalkrimis. Und für die Kurpfalz hat es damals noch keinen Autor gegeben, noch keinen größeren Autor. Und da habe ich dann den Kommissar Rainer Palski, Palski impliziert ja schon den Namen Pfalz, Kurpfalz, dann habe ich den Rainer Palski dann erfunden, der seitdem in der Kurpfalz und auch manchmal darüber hinaus ermittelt. Kommt es dann auch vor, dass Leser sich diese Orte auch persönlich dann anschauen? Das kommt regelmäßig vor. Es gibt sogar Autoren, die bieten regelrecht Tatortbegehungen, Besichtigungen an. Das habe ich auch schon gemacht, dann zum Beispiel im Holiday Park mit dem Band Erfindergeist oder auch in der Eichbaumbrauerei in Mannheim. Woher kommt jeweils die Idee, wo dann der nächste Krimi spielen kann? Ich bin ein ausgiebiger Zeitungsleser und da bekomme ich immer wieder die Ideen. Dann sind mal ein Interview drin von irgendeinem Geschäftsführer oder von irgendeinem Freizeitveranstalter. Und die schreibe ich oder mail ich einfach an und so kommen dann die Kontakte zustande. Ja. Was hat Sie jetzt gerade am Nibelungenthema fasziniert? Zum einen wollte ich die Palski-Romane, die in der Kurpfalz spielen, ein bisschen räumlich erweitern, das heißt ins Rheinhessische hinein und da ins Rheinhessische rein. Und da sind ja die Worms und die Nibelungen bzw. die Burgunder ein großes Thema. Und die Sage, die hat immer so etwas Mystisches und das ist das Ideal eigentlich für den Kommissar Palski. Neben der Nähe zu Worms und den vielen Straßennamen, die sich hier an die Nibelungensage, das Nibelungenlied und die darin erwähnten Burgunder anlehnen und dort entlehnt sind. Der Wasserturm im Hintergrund wurde als Frankenthaler Wasserwerk Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, an einer Stelle, wo eben ordentlich viel Grundwasser vorhanden ist. Und demzufolge liegt auch der Verdacht nahe, dass dort schon immer in grauer Vorzeit Wasser gefördert wurde auf die eine oder andere Art. Also nach einer Lesung in der Stadtbibliothek Frankenthal habe ich dem Publikum gesagt, dass ich im Moment am Recherchieren bin für einen Nibelungen-Palski, also rund um das Nibelungenlied, und suche noch für den Showdown noch einen Ort, an dem der Nibelungenschatz verborgen sein könnte, und wollte eigentlich ein bisschen von dem Thema Worms abgehen. Und da hat sich dann im Anschluss der Lesung Herr Gunter Engler gemeldet und hat dermaßen viele Aspekte vorgebracht für Ludwigshafen-Edigheim, dass ich eigentlich überzeugt bin, dass der Schatz eigentlich nur hier vergraben sein kann. Wo kommt Ihr Interesse her für diesen Schatz und für die Nibelungengeschichte? Nun, es ist relativ einfach. Ich bin hier in der Straße aufgewachsen, in der Rüdigerstraße, die früher auch noch Brunnenstraße hieß. Und ums Eck rum ist die Gunterstraße. Mein Vorname ist Gunter und man lebt einfach damit und wächst irgendwie hinein. Denken Sie, dass Sie zusammen was entdecken können, was vielleicht vorher noch keiner entdeckt hat, oder kann man halt nur vermuten? Ja, entdeckt haben da mit Sicherheit einige schon was und hundertfach auch spekuliert, nur zusammengetragen. Das hat jetzt erstmals der Herr Schneider alles in einer Geschichte. Können Sie jetzt schon ein bisschen verraten, wie das zusammenhängt? Es gibt ja einen Mordfall einerseits, andererseits wird recherchiert, wie das war mit der Nibelungensage, wo der Schatz sein könnte. Wie hängt das zusammen, die Geschichte, oder darf man da noch nicht so viel verraten? Natürlich, ein bisschen darf man da schon verraten. Die Handlung beginnt in den Nibelungenfestspielen in Worms und da wird eine Statistin mit einem Speer ermordet. Wenig später wird auch ihr Vater zuerst schwer verletzt und dann ermordet. Und ihr Vater ist ein Buchwissenschaftler, der, wie im Laufe des Romans herauskommt, das Original Nibelungenlied gefunden hat, das Walter von der Vogelweide geschrieben hat. Das ist einer
von den potenziellen Autoren des Liedes. Und daraufhin entwickelt sich dann eine Mörderjagd, die dann schließlich hier in Edigheim mündet. Wenige Kilometer weiter sieht Engler jedoch einen weiteren Ort als die potenzielle Lage des Rheinschatzes, obwohl dort kein Rheinwasser fließt. Nicht mehr. Das Nibelungenlied spricht von dem Ort, in dem Hagen den Schatz versenkt hat, als im Loche. Was damit im altmittelhochdeutschen gemeint ist, das können wir nicht mehr so hundertprozentig eins zu eins nachvollziehen. Aber wie der Name schon sagt, muss es eine tiefer gelegene Geländeformation gewesen sein. Was würde sich da mehr anbieten als der Hafen? Also wir sind jetzt hier an der Boxbrücke, am sogenannten Mittelgraben. Das ist eben der frühere Altrheinarm, in dem bis zum 9. Jahrhundert, Ende des 9. Jahrhunderts, der Rhein tatsächlich mit seinem Hauptstrom floss. Im Nibelungenlied ist von dem Werder die Rede. Das ist das hohe Vorland am Wasser. Und wenn man sich eben hier diesen Weg anschaut, diese Straße, dann sieht man, dass es leicht ansteigt. Das ist diese Höhendifferenz von circa 2 Metern, die schon genügt, um das Land vom Strom zu trennen. Hier sehen wir den Mittelgraben, den Altrheingraben, der momentan renaturiert wird. Es werden künstlich wieder die früher vorhandenen Mäander angelegt. Und wenn man sich vorstellt, der Rhein, der heutige Rhein im Bereich von Edigheim, ist ca. 200 Meter breit. Diese Breite hatte er damals mit Sicherheit auch, denn er war damals nicht gebändigt durch irgendwelche Deiche oder Ähnliches. Und wenn man sich nun hier in diesem Gelände vorstellt, 200 Meter, dann kann man sagen, diese ganze Reihe von Feldern, das war damals ein und dieselbe Wasserfläche der Rhein. Nun, traditionell waren natürlich immer, wo Wasser war, einige Leute in der Fischerei tätig. Das war hier mit Sicherheit auch der Fall. Demzufolge brauchten allein die Leute schon für ihre Fischereibootflotte, sofern man von einer Flotte sprechen kann, eine Unterbringungsmöglichkeit etwas abseits des Stroms. Denn hier waren ja doch deutliche Fließgeschwindigkeiten des Stroms vorhanden. Man kann aber heute keine genaue Stelle mehr nachweisen. Man kann Vermutungen äußern. Wir werden es auch noch sehen. Es gibt ein paar Stellen, die sich anbieten, allein aufgrund der Geländeform, dass eben ein Geländeanstieg sichtbar ist und wo ein entsprechendes Areal sein könnte. Heute kann hier gebaggert werden, da der Fluss längst verlegt ist. Um nach dem Schatz zu suchen, wird nirgendwo Geld locker gemacht. Die Hoffnung ist aber, dass er rein zufällig gefunden wird, jetzt wo hier sowieso der Altrhein renaturiert wird. Und hier sieht man auch eine zweite Geländestufe, die in der Wiese vorhanden ist, sodass es hier nochmal um 1 bis 2 Meter absinkt. Wir sprechen also von einer Höhendifferenz von ca. 3 Metern von hier zum heutigen Straßenniveau. Dieses Gelände könnte damals durchaus noch tiefer gewesen sein, eben als etwas ausgebautes Hafenbecken. Hier könnte also ein Hafen gelegen haben, zumindest eine Spur für den Schatz. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass wir den Nibelungenschatz finden, aber was historisch durchaus möglich wäre, ist, dass analog zu anderen Fundstellen zum Beispiel das Gerippe eines alten Schiffes oder Fischerboots gefunden werden könnte. Denn die Gegebenheiten sind hier durchaus vorhanden. Das Erdmaterial könnte durchaus was in der Art konserviert haben, in der Erde erhalten haben, was jetzt bei den Bauarbeiten eventuell wieder ans Tageslicht zurückkommt. Ja, wäre dann für Sie auch ein kleiner Erfolg, wenn Ihre Vermutungen dann doch einen Hintergrund haben. Ein großer Erfolg. Wird es hier in der Kurpfalz noch viele Tote geben? Wird der Palski noch viel zu ermitteln haben in der Zukunft? Auf jeden Fall. Ich habe noch Ideen für bestimmt 1000 weitere Palski-Romane. Und mit dem Verlag habe ich schon die nächsten 3 oder 4 Romane schon vorab gestimmt. Die erfundenen Polizisten-Stories werden also noch viele Episoden haben. Wie viele Episoden die Suche nach dem verlorenen Schatz noch haben wird, weiß keiner. Es bleibt im Dunkeln, ob der Schatz der Nibelungen jemals in der Nähe des Rheins auftauchen wird. Wir haben schon viel davon gehört, dass sich die Klimalage verändert. Mal merken wir es wie im nassen letzten Jahr, mal sieht es wieder gar nicht danach aus. Solche Veränderungen kommen normalerweise auch nicht von heute auf morgen. Doch dieses Mal verändert sich das Wetter viel rasanter als jemals zuvor und das birgt natürlich große Gefahren.
Sind wir Menschen dann dafür gerüstet, dass sich die Umwelt so schnell verändert? Was heißt das für die Pflanzen, die genau hier bei uns wachsen? Wir haben noch mehr Fragen, aber auch Antworten. Wie verändert sich unser Klima in den nächsten Jahrzehnten? Nicht jede Region trifft das gleich hart. Was bedeuten die Veränderungen für unsere Gesundheit, für Wald und Wein, für unsere Ernährung? Werden wir in Rheinland-Pfalz noch gut leben können und wie können wir uns darauf einstellen? Das untersucht das Klimakompetenzzentrum in Trippstadt bei Kaiserslautern. Das Institut wurde im September 2010 eingerichtet und bündelt Informationen, die uns in der Zukunft weiterhelfen können. Weiß der Leiter Dr. Mattes schon heute, wie sich unsere Wälder verändern werden? Also nach unseren bisherigen Erkenntnissen erwarten wir keinen dramatischen Landschaftswandel. Aber wir werden durchaus in den einzelnen Waldlandschaften Verschiebungen bekommen, was Baumartenanteile, was Waldtypen anbelangt. Also zum Beispiel wird die Fichte in den meisten Regionen zurückgehen. Auf der anderen Seite werden Buche oder Eiche etwas im Anteil steigen, sodass wir da schon eine gewisse Verschiebung hin zu mehr Laubbaumarten und Mischwäldern bekommen werden. Wie stark jeder vom Klimawandel betroffen ist, hängt davon ab, wo er lebt. Am Fluss sind die Voraussetzungen ganz anders als im Gebirge. Auch dazu werden beim Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Untersuchungen gemacht, zusammen mit anderen Bundesländern. Also was die Baumartenwahl der Zukunft anbelangt, müssen wir eben mit Risiken und Chancen rechnen. Das heißt, es wird Baumarten geben, die werden Probleme bekommen, wie zum Beispiel die Fichte. Da könnte die Douglasie eine Ersatzbaumart sein, aber nur auf bestimmten Standorten. Dann wird es andere Baumarten geben wie Eiche oder Kiefer, die haben durchaus gute Chancen, wobei wir da nicht wissen, wie sich die Schädlinge entwickeln. Kann also durchaus passieren, dass neue Schädlinge kommen oder dass die Baumarten durch bereits bekannte Schädlinge wie den Eichenprozessionsspinner, wie den Frostspanner oder den Eichenprachtkäfer zunehmend befallen werden. Rheinland-Pfalz hat einen Laubbaumanteil von 57%. Dies sieht Mattes als Vorteil. Mischwälder tragen weniger Risiko als reine Nadelbaumbestände. Die heimischen Arten, so wie sie in unseren Wäldern gepflanzt sind, sollten auch eine leichte Erhöhung des Klimas aushalten. Braucht es da dennoch neue Baumsorten, die aus dem Süden kommen? Versuchen gegenüber sollte man durchaus aufgeschlossen sein, wenn sich zunächst mal auf Versuchsanbauten beschränkt. Das wird derzeit zum Beispiel in Hessen auch mit südeuropäischen Eichenarten praktiziert. Solche Versuche sollte man anlegen, die können parallel laufen. Aber erst wenn man gesicherte Erkenntnisse hat, dann sollte man das in die Praxis übertragen, weil sonst ist damit derzeit zu viel Risiko verbunden, was die Schädlingsfrage anbelangt, was zum Beispiel Spätfrostgefährdung anbelangt. Wenn es wärmer wird, verändert sich vieles und nicht jeder hat Angst davor. Kann man die Klimaveränderung sogar als Vorteil sehen? Ja, davon gehen wir aus, dass der Klimawandel eben nicht nur Risiken hat, sondern auch Chancen. Gerade im Weinbau mit längeren Vegetationszeiten, mit höheren Temperaturen während der Vegetationszeit finden auch anspruchsvollere Weinsorten geeignete Standorte. Also denken wir an Cabernet Sauvignon oder Merlot, die einfach einen erhöhten Wärmebedarf haben und der könnte im Klimawandel künftig erfüllt werden. Pflanzen reagieren als Erste auf andere Sonnen- und Regenmengen. Das ist beim Wald weniger kritisch als beim Weinbau. Wir fragen Winzer Martin Gerlach, der uns schon öfter für Informationen rund um den Weinberg zur Verfügung stand. Werden sich die Sorten schon bald verändern, die er an der Mosel anbaut? Die Sorten verändern sich nicht direkt. Ich denke mal, das wird eine Zeitspanne von 50 Jahren betragen. Aber man merkt schon, dass sich der Wein verändert. Wir haben mehr Alkohol, die Säure geht nach unten. Mittlerweile kann man auch hier gute Burgunder anbauen, dann. Das war ja auch jahrelang verboten dann. Und die gedeihen auch wieder perfekt, aber ich denke mal, die nächsten 50 Jahre werden wir hier noch mit dem Riesling leben an der Mosel, Gott sei Dank. Es gibt aber immer mehr Rotweine an der Mosel, auch wenn der Riesling noch für viele Jahre dominieren wird. Weiß ist aber nicht gleich rot. Der Herstellungsprozess sieht beim Roten anders aus als beim Weißwein. Beim Rotweinanbau muss man wissen, dass es eine ganz andere Vinifizierung ist wie bei den Weißweinen, da ja ein Rotwein viel höhere Temperaturen braucht zum Vergären und für den anschließenden biologischen Säureabbau. Wobei der Weißwein ja gerne beim Kalten vergärt und halt eben im kalten Keller gelegt, um zu reifen.
Außerdem ist beim Rotwein die Farbstoffgewinnung sehr wichtig. Das heißt, es findet schon mal eine komplett andere Vergärung statt. Der Rotwein wird auf der Maische vergoren, um die Farbstoffe aus den Beerenhäuten zu ziehen, um eine kräftige Farbe zu gewinnen. Der Weißwein wird gelesen und dann gekeltert und wird auf dem Saft vergoren, nicht auf der Maische. Trotz des Mehraufwands, lohnt sich das für euch, rote Weine zu machen, oder bleibt ihr dann lieber beim Weißen? Also die Mosel, denke ich mal, bleibt traditionell beim Weißen, und der Rotwein wird eigentlich immer nur ein Nischenprodukt an der Mosel sein. Die Winzer sind schon recht gut informiert, da ist man eigentlich schon bei Detailfragen angelangt, die wissen gut Bescheid. Da hängt es davon ab, wie verändern sich die einzelnen Standorte und Expositionen, also wo kann ich künftig noch den Riesling anbauen und wo muss ich aufgrund des Standorts eher auf die wärmeliebenden Rotweinsorten ausweichen, einfach wegen der Qualität der Weine. Der Handel mit Naturgütern ist genauso im Wandel wie der mit anderen Rohstoffen. Landwirte setzen immer mehr auf Biogasanlagen und müssen teils damit leben, dass der Mist ihrer Kuh mehr Geld einbringt als ihre Milch. Die Winzer knabbern am Mindestlohn, denn gerade da, wo man keine Erntemaschinen einsetzen kann, ist die Lese teuer. Das Holz aus unseren Wäldern wird weiterhin verkauft werden und die Abgase unserer Industrie und des Verkehrs scheinen den Pflanzen mehr zuzusetzen als die Erwärmung. Mit jedem Grad, dass es wärmer wird, werden die Karten jedoch neu gemischt. Geliebte Bäume, Getreide, Gemüse und Weine werden gehen, andere kommen. Für diese Zeit wird bereits fleißig geforscht. Bleibt nur der Mensch, dessen Art sich nicht innerhalb weniger Jahrzehnte austauschen lässt wie eine Rebsorte oder eine Baumart. Die Welt ist also im Wandel, der Ausgang offen. Aber keine Sorge, der Planet wird es sicher überleben. Unser Ausgang ist nicht offen. Wir beenden die Sendung immer mit einem Versprechen. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss.